So, also die Story, die ich euch heute erzählen werde, meine Damen und Herren, geht um mein erstes Mal 2CB. Und dann wahrscheinlich auch mein letztes Mal 2CB, weil, Digga, auf so eine Scheiße habe ich gar keinen Bock mehr. Das war halt vor ein paar Monaten, wo es dann doch ein bisschen abgejunkter war, kurz bevor ich in den Entzug gegangen bin. Bin tatsächlich bis jetzt immer noch clean, voll krass, Digga. Nee, auf jeden Fall wollte ich halt, Digga, ich wollte einfach irgendwas nehmen. Ich habe geguckt, Digga, boah, was ist gerade da, was haben gerade die ganzen Dealer des Vertrauens so am Start. Und da habe ich 2CB gesehen, dachte ich, okay, Digga. Komm, das steht schon relativ lang auf meiner Agenda-Liste oder so. Und dachte, okay, gut, probiere ich mal aus, Digga. Hab dann, das war kurz vor meinem Geburtstag, da haben wir einfach so eine kleine Box für einen Huni oder so geholt, wo relativ viele Sachen drin waren. Unter anderem dann auch drei Pillen 2CB. Ich glaube, A 28 Milligramm, das waren irgendwelche, keine Ahnung, rosanen NASA-Raketen, die, um ehrlich zu sein, halt wirklich aussahen wie Minischwänze, Digga. Aber egal. Das habe ich mit einem Kumpel genommen. Haben gechillt, Digga, dachten, okay, gut, ziehen wir das durch die Nase, wirkt zwar viel, viel stärker, Digga, aber wir haben nur in Anführungsstrichen drei Pillen kommen. Haben, glaube ich, relativ langsam gestartet mit jeder einer Viertel, also insgesamt eine halbe Pille, jeder eine Viertel. Sind dann nach draußen in den Park gegangen, Digga, haben eine geraucht, bisschen Musik gehört. Und es war relativ kalt, es war ja relativ am Anfang des Jahres irgendwann, Februar, März oder so, nee, März. Und waren halt draußen, ich glaube, es hat irgendwann angefangen zu regnen und generell dachte ich, ja, okay, komm, Digga, es ist dunkel, es ist relativ kalt, es ist halt voll ungechillt, Digga, gehen wir wieder rein. Aber ich habe schon ein bisschen was gespielt, also so leichte Optics haben angefangen und ich dachte, ja, okay, gut, ja, fängt ein bisschen was an, aber war jetzt nicht so besonders. Drin war das auf jeden Fall schon ein bisschen mehr, ich habe ihn die ganze Zeit gefragt, jo, Digga, spürst du schon was? Zu dem Zeitpunkt war es noch okay, wir haben dann noch eine gezogen, haben ein bisschen gechillt, haben, keine Ahnung, einfach ein bisschen Musik gehört, waren ein bisschen am Handy. Und irgendwann, Digga, ging es dann doch schon ein bisschen härter zu, Digga. Also es haben irgendwann echt gute Optics angefangen. Also erstmal, glaube ich, nur mit ein bisschen Farben, ein bisschen alles verwackelt. Also wenn ich irgendwo hingeguckt habe, ein bisschen größer, kleiner, ein bisschen wellenartig. Aber auch ein bisschen meine Wahrnehmung von dem Sound, den ich um mich gehört habe, sozusagen. Hab ihn dann auch die ganze Zeit zugelabert, yo, Digga, spürst du schon was, weil ich irgendwie komplett geflasht davon war. Im Nachhinein, Digga, größer Hurensohn-Move, Digga, weil das hat ihn wahrscheinlich komplett abgefuckt, aber ich glaube, irgendwann war er dann auch in seiner Welt, dann ging es einfach ins eine Ohr rein und aus dem anderen raus. Haben dann einfach weiter gechillt. Ich glaube, wir haben dann irgendwann angefangen, einfach auf dem Fernseher Musikvideos anzumachen. Haben am Handy gechillt, war aber mies entspannt. Haben aber auch die ganze Zeit irgendwann, als wir beide dann doch ein bisschen draufer wurden, die ganze Zeit gedacht, yo, Digga, was ist denn das für eine abgefuckte Scheiße, Digga? Weil die Halos wurden irgendwann echt krass, Digga. Und generell, alles war einfach irgendwann krass. Ich habe mir dann irgendwann, als wir an der Rauchen waren, haben wir uns irgendwann entschlossen, ja, okay, komm, Digga, lass mal einzeln rauchen. Das ist viel geiler mit Musik, einfach allein chillen und eine rauchen. Und während er dann eine rauchen war, habe ich mir Musik auf die Ohren gepackt, mit Kopfhörern auf die Augen zugemacht, aufs Bett gelegt, Digga. Und ich weiß gar nicht, was da genau war, Digga. Ich war halt zwar physisch anwesend, Digga, aber mein Kopf war in komplett anderen Welten. Ich habe die ganze Zeit mit Augen zu Lichter gesehen, Digga, die irgendwie sich im Takt der Musik irgendwie angefühlt und bewegt haben. Irgendwann war es so, dass es irgendwie so war, wie als würde ich irgendwo neben einer Bahngleise liegen und es würde die ganze Zeit ein Zug vorbeifahren, so ein Licht, was halt von links nach rechts einmal durchgefahren ist. Und irgendwann ist wie als wäre ein Licht um mich drum gekreist. Ich habe das gefühlt, irgendwie so eine Wärme, Digga. Und habe irgendwie mit geschlossenen Augen die ganze Zeit gesehen, wie so Licht halt sozusagen um mich gekreist hat. Das habe ich dann die ganze Zeit gemacht. Manchmal Kopfhörer rausgenommen, aber dann habe ich die direkt wieder reingemacht, weil ich das so geil fand. Dann haben wir noch eine gezogen, Digga. Und dann ist es auch, Digga. Also dann ist es irgendwann extrem krass geworden. Ich habe das eigentlich die ganze Zeit nur gemacht. Ich weiß aber noch, das war, wo er dann auch eine rauchen war. Zwischenzeitlich war ich auch rauchen. Ja, also das war was ganz anderes. Ich habe die Kippe gar nicht so richtig mitbekommen, dass ich die geraucht habe. Ich saß da halt wirklich mit Musik, habe alles angeguckt, Digga, in die anderen Wohnungen rein, weil da halt Licht war. Ich habe da nichts drin gesehen, einfach nur Lichter. Und der Rauch hat sich auch die ganze Zeit verfärbt. Mal war er blau, mal war er ein bisschen rötlich, grünlich. Zwar nur ganz leicht, aber trotzdem. Und wenn ich mich bewegt habe, also ich sah wahrscheinlich aus, wie als würde ich gerade versuchen, durch den Raum zu schwimmen. So ganz sanfte, leichte Bewegungen, Digga. Aber gar keine Ahnung, was da los war. Ich will nicht wissen, wie das von außen ausgesehen hat.
Aber auf jeden Fall, als er dann auch einmal vom Rauchen zurückkam, weiß ich noch, ich hatte Musik auf den Ohren und habe währenddessen auf dem Fernseher geguckt, weil da noch Musikvideos liefen. Und er kommt so vom Rauchen rein und so, boah, Digga, hörst du gerade Musik und guckst dabei das Musikvideo? Junge, und wir haben uns wirklich so geflasht, wie als hätten wir gerade, keine Ahnung, was weiß ich, die Welterkenntnis gemacht, Digga, der Krassheit. Dabei, ja, gut. Ich habe ein Musikvideo geguckt und dabei Musik auf den Ohren gehabt, Digga. Also gar keine Ahnung, was da abging. Zwischenzeitlich, auch als wir Musikvideos geguckt haben, haben wir uns auch gefragt, jo, Digga, welche Effekte sind da wirklich im Video und welche nicht? Weil es hat alles zu sehr gematcht und es sah alles zu krass aus, dass wirklich alles im Video war. Auch als ich die andere Musik auf den Ohren hatte, während ich das Musikvideo geguckt habe, haben halt wirklich, auch wenn ich eine andere Musik gehört habe, alles wirklich zu diesem Musikvideo, was ich geguckt habe, gematcht. Also wie als würde es dazugehören. Das war echt krass. Auf jeden Fall haben wir dann noch eine gezogen. Ab da wurde es dann schon, also ich weiß nicht, irgendwie war ich anwesend, aber irgendwie auch nicht. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, um diese Pille irgendwie leise klein zu machen, damit wir da nicht die ganze Zeit rumpoltern. Genau, Digga, also das war dann irgendwann echt laut. Für uns zumindest in der Wahrnehmung. Haben es dann doch irgendwann geschafft, haben dann die Leine gezogen. Und irgendwann ist er dann rauchen gegangen. Ich war am Handy, habe dann wieder Musik gehört. Und irgendwann, da hat es dann angefangen, ein bisschen zu bröckeln, habe ich angefangen, ein bisschen nachzudenken, Digga. Aber ganz weirde Sachen, also keine Ahnung. Ich habe da irgendwie einfach über alles Mögliche nachgedacht, was gerade in meinem Kopf kam. Und dann irgendwann habe ich angefangen, ich glaube, ihm eine Audio zu machen. Dann habe ich die ganze Zeit geredet und von einem Gedankenstrang zum anderen Gedankenstrang. Ich habe kurzzeitig an die eine Sache gedacht, dann war es wie, als würden sich, keine Ahnung, 5 neue Gedankenstränge dazu öffnen. Dann bin ich automatisch in einen von denen gegangen. Dann haben sich wieder 5 geöffnet, dann bin ich wieder eingegangen und immer so weiter. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, wo ich angefangen habe oder was der letzte Gedanke war. Und habe mich dann sozusagen immer und immer tiefer in die weirdesten Gedanken eingegraben. Aber ich wusste halt wirklich nicht, was genau da für eine Scheiße bei rauskam. So einfach, keine Ahnung was. Ich glaube, kurzzeitig habe ich mir eingeredet, dass ich eine Psychose habe oder dass ich so eine Psychose anfühle, was kompletter Bullshit ist, weil eine Psychose ist zwar schon eine heftige Sache, aber Digga, das kannst du nicht mit einem psychedelischen Rausch beschreiben. Hatte auch ein ganz komisches Körpergefühl, wie als würde in meinem Körper die ganze Zeit irgendwas platzen, sich wieder aufblasen, wieder platzen, wieder aufblasen. Also ganz, ganz, ganz komisch. Aber ja, Digga, irgendwann, ich glaube, die Audio ging eine knappe halbe Stunde, dann kam er zurück so. Das Rauchen hat immer generell sehr, sehr lang gedauert. Und dann, Digga, konnte ich halt nicht mehr aufhören. Am Anfang war es bewusst, dass ich irgendwie die ganze Zeit die Gedankenstränge da hin und her gegangen bin. Das habe ich auch in der Audio gemacht. Also es war, keine Ahnung, Digga, da, ich glaube, den Zusammenhang würde man nie verstehen, wenn man diese Audio hört. Auf jeden Fall, ich kam einfach nicht da raus. Mein Kopf hat die ganze Zeit weitergedacht, ohne dass ich es wollte. Dann habe ich gemerkt, ja, okay, gut, Digga. Das geht jetzt in eine sehr, sehr unangenehme Richtung. Ich habe ihm auch versucht, irgendwie mitzuteilen, dass es gerade nicht so geil bei mir ist, aber ich kam irgendwie nicht dazu. Mein Kopf war irgendwie, ich war halt so auf das Denken fokussiert, obwohl ich das nicht wollte, dass ich halt keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Ganz zwischenzeitlich konnte ich mich dann noch mit der letzten Mühe und Not aus dem Unterbewusstsein einmal rausdrücken und einmal kurz sagen, was gerade Sache ist. Das tut mir auch echt für ihn leid. Ich glaube, ich habe ihm da ein bisschen auch den Trip ruiniert, weil er generell nicht so anfällig für sowas ist. Aber im Endeffekt, ich war komplett hilflos. Ich hatte mies Panik, was da gerade bei mir passiert. Und dann irgendwann kam nach 10 Minuten, wo ich das irgendwie im Kopf hatte, weil dazu war auch eine Zen, okay, cool, haben wir jeder eine Hälfte genommen. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er auch einen Horrortrip hat, obwohl es nicht war, aber keine Ahnung, warum ich das dachte. Haben wir beide eine Hälfte genommen. Jetzt nur eine Hälfte, gut, macht jetzt keinen Rausch, aber hilft trotzdem extrem gut bei Ängsten. Aber das hat halt 10 Minuten gedauert, bis ich von dem Gedanken, yo, eine Zen wirklich dazu gekommen bin, eine zu nehmen, weil irgendwie nur in den Momenten, wo ich dann ganz kurz mal einen mehr oder weniger klaren Gedanken fassen konnte, überhaupt daran denken konnte. Ansonsten war das komplett weg. Und dann, keine Ahnung, mit der letzten Mühe und Not und meinen letzten Kräften habe ich mir die ganze Zeit Wasser geholt, Wasser mich reingekippt und einfach mich hingelegt, Augen zugemacht. Er hat, glaube ich, noch im Stream am Handy geguckt und einfach versucht einzuschlafen, bis dann irgendwann nach, keine Ahnung, 15, 20 Minuten, ich weiß, also ich schätze ungefähr, es hat sich für mich wie eine Ewigkeit angefühlt, von der einen zur anderen Sekunde alles auf einmal vorbei war, Digga. So, es war noch ein bisschen leicht, alles so, oh, Digga, okay, was war denn das jetzt? Aber für uns beide im relativ ähnlichen Moment war der Trip dann irgendwann einfach von der einen zur anderen Sekunde vorbei, vielleicht auch wegen der Zen. Würde gut Sinn machen, dass sie das ein bisschen gehemmt hat. Ja, dann haben wir eine geraucht. Ich habe ihm noch ein bisschen erzählt, was jetzt genauer dort war. Er meinte auch, dass es ihm generell jetzt, okay, ihm ging es auch nicht so geil, aber ich habe ihn dann auch ein bisschen runtergezogen. Das war echt kacke, aber Gott sei Dank nicht in so einem krassen Horrortrip, weil sonst wären wir da, glaube ich, komplett am Arsch gewesen. Und ja, eigentlich wollte ich dort pennen, aber dann war ich wirklich mit meinen Nerven so am Ende, dass ich
einfach nach Hause gefahren bin und wir dann noch im Discord gechillt haben. Aber ja, ich hatte noch nie so einen abgefuckten Trip, wie ich dort hatte. Es war teils geil, aber dadurch, dass meine Psyche generell nicht die hellste ist, Digga, und sich leicht in sowas reinrutscht, ist dann doch zum Hautrip kommt. Deshalb lass die Scheiße einfach sein, Digga. Also das ist jetzt kein Erlebnis, was ich nochmal haben will. Aber ja, Lodis, das war's, Digga. Also, zu kranker Scheiß.